Moinsen, Baggers und Margarinen. Hi. Ich weiß gar nicht, ob ich gleich mit den ganz schlechten Nachrichten hier vorneweg in diese Folge starten soll. Wir sind da schon seit vielen Stunden auch und sind auch schon viele Stunden gefahren heute. Aber dazu später gleich mehr. Ich habe heute im Gepäck den einzigartigen, den Blitz unter den Blitzen, den schnellen und erfahrenen, weisen Papa Schlumpf over the clock, a.k.a. Reini. Ja, moin, servus. Schönen guten Tag, Reini. Schön, dass du da bist, Teamchef von mir. Und dann, man kennt ihn, legendär. In Hamburg weiß jeder, wer er ist, der Folierer. Der Polierer, der Salami-König himself vom Kiez. Kiez Snake. Moinsen Dicken. Nun, das hat heute schon, haben wir das schon dreimal gemacht, okay? Wir haben jetzt eben. Wir haben beim ersten Mal die Folge aufgenommen. Und meine Freundin war so nett und hat mir was zu essen gemacht, weil mein Tag heute sehr, sehr ja, drunter und drüber geht. Und dann war sie auf einmal an der Aufnahme drin. Wir mussten das abbrechen. Wir sind schon gefahren, wir waren schon drin, haben schon gequatscht. Dann waren wir in der zweiten Aufnahme drin. Die war fantastisch. Und ich habe einfach nicht aufnehmen gedrückt. Das heißt, wir machen das Ganze hier schon zum dritten Mal. Aber wir haben uns jetzt natürlich schon vorbereitet. Und ich habe auch schon was vorbereitet. Ich bin schon in der Tat gute 20 Runden gefahren. Wir fahren heute in Indianapolis. Schon wieder! Wir fahren keine. Das ist auch schon zum dritten Mal falsch heute. Wir fahren Interlagos, Brasilien. Und wir hatten eine sehr schöne Idee für die Zukunft, wenn wir eine Strecke lernen müssen. Und diese Idee war wie folgt, da ich ja jetzt hier die beiden Trainer dabei habe, Reini und Pete, haben wir uns überlegt, dass die beiden mir ein Ziel geben. Und dieses Ziel lag heute einmal bei 1 Minute 36, was ich ungefähr ziemlich schnell geknackt habe. Das Ziel hat übrigens nie existiert. Das was hat nicht existiert? Das hat nie existiert, das Ziel. Nee, das stimmt gar nicht. Das haben wir nie gesagt. Okay. Ah ja, sehr gut. Es hat also nicht existiert. Aber ich habe das sehr schnell geschafft. Und dann haben sie mir eine neue Zeit gegeben. Aber das werden wir euch zeigen. Wir nehmen euch eigentlich jetzt, wir nehmen euch kurz mal mit auf Interlagos. Ich schalte mal rein. Und wir sitzen schon im Auto. Ich werde nicht fahren. Wir haben uns jetzt dazu entschieden. Wir werden uns meine Runden angucken und da ein bisschen kommentieren. Zeigen euch ein bisschen die Strecken, die Bremspunkte. Und gehen das alles mal ein bisschen durch mit der Erfahrung von Reini und Pete. Den Witz mache ich jetzt nicht mehr zum dritten Mal so. Ihr dürft aber trotzdem lachen. Okay, gut. Wir haben nämlich 586 Milliarden, 5 Race-Erfahrung-Channel und ich bin 5. So, ich muss ihn machen, weil er gut ist. Aber wir springen ins Auto. Der ist wirklich gut. Wir springen ins Auto. Warum höre ich eigentlich Reini doppelt? Überträgst du irgendwie doppelt ins Ton? Nee. Ha. Na gut, aber wir springen rein. Ich mach kurz das Overlay an. Ich werde euch nicht spoilern, was für Rundenzeiten wir haben. Wir sind in Runde 5 von 20 und wir gucken uns das mal an. Ich kommentiere mich quasi selber. Auch. Das wird eine neue Erfahrung. Also, rauf. Erste Runde. Wir gucken uns erstmal einmal die Strecke an und dann werden wir uns, glaube ich, gleich mal darüber unterhalten, was hier so passiert und wo wir bremsen müssen. Ich möchte übrigens auch noch mal ganz kurz, unten links in der Ecke kann man das sehen. Pete hat jetzt eine richtig lange Wurst in iRacing. Er hat nämlich 3K-Rating. Seitdem ist er auch ganz schön arrogant, wurde mir zugetragen. Ja, überheblich und aggressiv vor allem. Aggressiv ist er auch? Alter, erzähl doch keinen Mist, ey! Ja, genau. Da hört man schon wieder. Ja. Guck, da geht's schon wieder los. Da wird kaum 3K iRating, wird gleich wieder auf den Putz gehauen hier, weißt du? Wir haben auch, also ich habe Setup geladen, wir fahren nicht Baseline an der Stelle, ich habe zwischendurch nochmal gewechselt, da mir das Auto zwischenzeitlich immer mal abgeflogen ist und ich da, naja, den einen oder anderen Fehler drin hatte. Wir sind jetzt schon so, glaube ich, im zweiten oder dritten Sektor und gehen gleich auf die Gerade und dann würde ich das Wort, glaube ich, an Reini übergeben, der uns kurz eine Runde mit über die Strecke mitnimmt und sagt vielleicht, wo man drauf achten muss. Und dann fahren wir nochmal eine Runde mit Pete und lassen uns das von Pete nochmal sagen und mal gucken,
wie identisch die Aussagen sind, denn jeder fährt ja anders. Und in der dritten Runde danach mache ich das. Machen wir so. Damit das auch ein bisschen interessant ist für euch da draußen. Nein, also. Ist das nicht zu schlimm mit dem Doppeltüren? Nee, das geht, ist okay. Okay. Machen wir noch schnell das so, Auto. So, gut. Startzielgerade haben wir jetzt. Lange, sehr lange Gerade. Eine Kuppe. Rechts, genau, wo das Gras anfängt, Bremspunkt, sich reinfallen lassen im zweiten Gang. Eng, die rechts eng nehmen, vielleicht schon cutten sogar, im zweiten raus, Vollgas. Wieder sehr lange Gerade, kann man alles voll nehmen. Und sich die Landschaft oder die Stadt hinten anschauen, wenn man Lust hat. Dann beim, also Bucht rechts, Bremspunkt, fast übersehen jetzt, schwierig. Hier ist rechts schneller Off-Track, wenn man zu schnell ist. Muss man aufpassen. Dann hier kommt jetzt eine schnelle Bergauf-Passage. Oh, da hat er sich verbremst. Eieieiei. Ha! So, hier im zweiten und im ersten runter, genau. Erst Stock reinfallen lassen. Hier sollte die Wiese lange warten. Sonst zu schnell. Okay. Lange warten, sonst zu schnell. Ah ja. Ja, war das ja so eine Pete Snake Weisheit? Zweiter Gang Kurvenkombination. Die letzte. Ja, jetzt sind wir raus, gell? Ja gut, ich sag mal so, wir gehen den dritten Sektor, wir haben ja genug Runden, wir haben ja genug Runden, sind wir genau, vorgefahren. Genau. Wir haben den letzten Sektor, kann Reini, hol doch mal Luft, Reini, geh doch mal in dich. Pete, du kannst dich auch vorbereiten, lass deinen Metaxa-Teller mal wirken. Ich habe gar nicht viel dazu beizutragen. Reini hat das super erklärt, ich würde die nicht anders fahren. Und wenn bei den Zuschauern der Google Translator funktioniert hat, von Bayerisch in Deutsch, dann habt ihr alles verstanden, Leute. Das würde mich aber eigentlich auch mal interessieren. Kannst du uns das mal in Bayerisch erklären? Das wär's doch mal. Ja, das kommt nicht so leicht, glaube ich. Dann muss man da links um im zweiten Gang. Schön raus beschleunigen, rechts nicht weit rauskommen, sonst müssen wir mal Off-Track. Oh, jetzt eine lange Gerade. Da richtig hart reinbremsen jetzt, rechts schnell rum. Ah, die war schon besser jetzt. Hier lang links bleiben, schnell rechts rüber, in den ersten Reihe fallen lassen, dann links eng rumziehen. Ah, hat er die Kurve mal ein bisschen verpasst, aber passt schon so, gell? Ah, hier im zweiten rechts rum. Geht zum Berg auf, muss man auf dem Gas ein bisschen aufpassen. Vollgas Rechtspassage kommt jetzt. Je nach Setup kann er als Heckgasbrecher. Und rechts da aufs Pflaster fahren. Schnell links rumlenken. Und hier kann man rechts außen den Pflastersteiner wieder mitnehmen und dann Vollgas drauf wieder. Ah. Ja, haben wir es geschafft. Haben wir fertig. Ja. Alter, ich hab mich eingemacht, ey. Weltklasse. Also ist so leicht, dass ich gar nicht gewohnt bin. War es bayerisch zu sprechen? Nee, ja, das so zu kommentieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es ein bisschen gefallen. Also, ja, mir hat's auch, es hat mich scharf gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, ich war ein bisschen scharf so. Ja. Also mein Google Translator hat nicht ganz funktioniert, aber das meiste habe ich verstanden. Besser ist auch. Ja. Besser ist. Ja, das musst du öfter machen, Reini. Ja, mach mal. Mach mal, ja. Was sollte man denn über Interlagos wissen? Es gibt so gewisse Fakten, die man über Interlagos wissen sollte. Ja, ganz wichtig, warte, ganz kurz, wollte ich gerade sagen, ist nicht in den USA. Ey, ich habe jetzt nicht Indianapolis gesagt, okay? Ich habe Interlagos gerade gesagt, also hör auf, mich in eine Pfanne zu hauen jetzt. Wir wollen auf nichts andeuten und ansprechen. Alles gut, wir wollten es nur gesagt haben für die... Sollte man... Ja, ist halt im schönen Brasilien und hat 3,4 irgendwas Kilometer. Warte kurz, Reini. 4,3. Oh, 4,3 ins Kilometer. Es sind übrigens Kurven.
Da hat Reini mich vorhin auch schön in die Pfanne gehauen, weil ich so, Reini sagte das dann so und ich so, hast du Wikipedia auf? Er so, nee, ich habe das Overlay auf. Und ich habe mich so ertappt gefühlt, weil ich mir das oben nie angesehen habe. Naja, ich hab's halt nicht gewusst von Anfang an, okay? Aber es sind 4,31 Kilometer und hat 15 Kurven. Die Jungs haben mir übrigens... Bitte? Korrekt. Die Jungs haben mir übrigens eine folgende Zeit gegeben. 1,36 sollte ich fahren. Das habe ich aber nach den ersten 6 Runden schon geschafft. Da waren sie ein bisschen baff. Dann haben sie mir 1,35 gegeben. Und das hatte ich auch sehr schnell geschafft. Da waren sie auch baff und ich habe fast eine 1,34 geschafft. So. Und damit das hier für euch da draußen noch interessant ist und ich nochmal fahre, würde ich sagen, ich zeige euch meine schnellste Runde jetzt und dann versuche ich eine 1,35 tief zu fahren. In die 1,34 rein. Ich versuche es. Ich versuche es wirklich, ob ich es schaffe. Ich weiß es nicht genau. Ich habe noch sehr viel im Delta gehabt, als ich fertig war. Also es ist möglich, eine 1,34 zu fahren. Wenn ich eine 1,34 schaffen sollte, wäre ich so schnell wie die beiden. Dann wäre ich so schnell wie die beiden. So. Und dann wird es nämlich unangenehm für die Teamchefs. Dann wird es unangenehm. Aber also als Reini, glaube ich, werde ich nicht schaffen, weil Reini hat eine 1,34,1 und Pete hat, glaube ich, eine 1,34 Mitte oder hoch, glaube ich sogar. Ich würde sagen eher Mitte. Jetzt mache ich mal nicht schlechter, als ich bin, ne? Hä? Ich habe doch gar nicht gesagt. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir gehen der Sache auf den Grund. iRacing ist da ja sehr, sehr gut strukturiert, denn man kann ja auch nachgucken. Und zwar 1,34,4. Das, glaube ich, werde ich nicht schaffen. Letzte Runde 1,46, Pete. Möchtest du dazu was sagen? Ach ja, da war der Sprit alle, ne? Ah, da war mein Sprit alle, ja. Ja. Also, 1,35,4,8 habe ich in dieser Runde geschafft. Wir gucken uns das jetzt kurz mal an. Meine gute Runde. Ja, wir können uns die Runde aus dem Cockpit anschauen und dann einmal von außen an sich. Vielleicht können wir da noch so Kleinigkeiten sehen, was du vielleicht verbessern kannst. Oh, das ist eine sehr gute Idee, Reini. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also, lasst das mal auf euch wirken hier gerade. Die Runde, das war meine schnellste und dann gucken wir uns die nochmal von außen an. Ich glaube, die war schon recht sauber, aber von außen sieht man dann, wo man sie... Ja, ist halt nochmal was anderes, wenn man von außen schaut. Ja, ich glaube, hier muss man nicht so weit runter. Ich glaube, im dritten bleiben, ja. Kurze Frage noch so zwischendurch. Ja. Wegen der Sicherheit. Ja. Aufnahme hast du gedrückt, ne? Ja, ausnahmsweise. Ja, wir nehmen auf. Okay, sehr gut. Wir nehmen auf. Danke. Ich danke dir. Ich danke mir auch. Ich bin froh, wenn wir den Tag rumgekriegt haben und es lief. Bin ich sehr froh dann. Die Kurve ist noch nicht so gut, glaube ich, hier. Da geht noch ein bisschen ja, mehr. Ja, eigentlich ist die schon sehr gut. Aber schauen wir es dann nochmal von oben an. Können wir gerne mit Pause oder so arbeiten, wenn es ist. Ja, ja, klar. Dann alle das ist wieder. Auch übrigens neu in iRacing, dass man Pause machen kann. Kappa. Das Pete wieder. Das ist Insider. Gut. Dann. Ja, jetzt ist die richtige. Ich glaube, hier bremse ich ein bisschen zu früh, glaube ich. Na, no, passt eigentlich. Passt schon. Okay, okay. Du bist da gut rausgekommen. Hast nur zu stark gelenkt, wenn du mal kurz zurückgehst. Ja, machen wir. So, unten bei der Ausfahrt rechts dann, da sieht man es. Ja. Und schön rum und dann machst du die Lenkung zu spät auf. Deswegen kommt das Auto so rum. Ah ja, ich sehe gerade. Könnte man besser aufpassen. Ja, gehen wir noch das ist mal ein typischer Fehler oft, da muss man selber ein bisschen drauf achten. Ah, du meinst jetzt hier das kleine Stück, ne? Ja, genau. Du hast einfach zu spät die Lenkung aufgemacht. Ja. Und dadurch kommt da, mach mal vielleicht das Heck. Ja, da wird man, glaube ich, noch ein bisschen Zeit rauskriegen, oder? Ja, ja, Zeit nicht unbedingt, aber Sicherheit vor allem. Ja, gut. Dass die Kurve da triffst.
Hier müssen wir mal gucken. Ich glaube, das war ganz okay. Genau. Ja, ist war perfekt. Ich weiß nicht, ob man die noch ein bisschen enger nehmen könnte. Ja, links kann man enger nehmen, aber haut schon passt. Die trifft man nicht immer so gut. So, hier. Kannst du mal kurz zurückspulen? Ja, na klar. Mal kurz zu Anfang von der Kurve. Ja. Hier ist so eigentlich, wenn man es perfekt nehmen will, lenkt man ein bisschen weiter nach rechts ein, direkt auf den Curb zu fahren, geradeaus lenken und dann scharf bremsen. Also quasi. Und der Rest passt dann schon. Also wenn wir jetzt nochmal ein Stück zurückgehen. Also so diagonal in die Kurve reinfahren. Also hier schon reinlenken, genau. Hier, okay, ja. Also keine Kurve fahren am Anfang, sondern wirklich so gerade auf den Curb zu ein bisschen. Hm? Da kann man richtig hart in die Eisen rein. Also du meinst aber auch schon an der Kurve noch bremsen, ja? Also wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, dass wir quasi hier immer noch bremsen in der Etappe. Genau, hier hören wir dann langsam auf zum Bremsen, genau. Ah, alles klar, okay. Also dass wir dann ganz weit von außen anfahren und dann schön schnurstracks genau, quasi... Genau, kurz stark einlenken, geradeaus wieder stark bremsen. Also so Mischung ist das. Da muss man ein bisschen, es kommt da auf den Fahrstil ein bisschen drauf an. Ja. Dann kann man halt härter bremsen, wenn man das Lenkrad gerade aushält. Alles klar, ja. Und der Rest, der Kurvenausgang ist dann der gleiche und dann eine schöne Rundung machen, das passt wunderbar. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal an der Geschwindigkeit. Genau, hier hast du das auch wieder gemacht, zu stark gelenkt oder das Heck ist da ausgebrochen. Ja, die kann man nur enger fahren, aber passt soweit. Ja, hier habe ich dann auch, glaube ich, den wirklich laufen lassen und habe nicht gebremst. Genau, dort passt, ja. Körb kann man ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, ich hast das. Ich glaube, da warst du zu früh auf dem Gas oder zu stark. Hier, glaube ich, bremse ich immer noch zu früh, habe ich das Gefühl. Obwohl es eigentlich relativ gut passt, so. Aber so vom Gefühl her ist es immer ein bisschen zu früh. Und hier bin ich mir noch nicht so sicher. Wo bremst man denn hier? Mal kurz zurückgehen auf die Enge rechts. Geh doch mal kurz ins Cockpit, bitte. Ja, also hier jetzt, ja? Genau. Ja, dann gehen wir hier ganz kurz mal ins Cockpit, genau. Ich lasse einfach auf Zeitlupe laufen. Genau. Ja, passt eigentlich schon. Vielleicht kannst du ein bisschen stärker und härter bremsen. Ja. Das ist eigentlich dass man schnell einlenkt. Aber es passt eigentlich schon, so wie es aussieht. Okay. Jo. Dann gehen wir wieder nach außen, lassen laufen. Genau, hier Vollgas runter. Genau. Alles rechts raustreiben lassen, dass man jetzt... Genau, richtig so. Kann man, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter rechts. Da ist es so. Du könntest nur ein bisschen länger geradeaus fahren. Ja. Dementsprechend da, ja, mit der Bremse passt schon, aber einfach ein bisschen länger geradeaus fahren. Und dann ein bisschen schärfer einlenken und kommst noch mal ein bisschen besser auf die Gerade raus. Ja, ich sehe es gerade. Aber die Linie ist schon sehr gut. Nur Kleinigkeit. Ich schaue schon alles sehr schön aus. Sind nur so Kleinigkeiten, ein bisschen zu weit weg vom Körper. Vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass du halt dann nicht ganz am Körper bist, hast du natürlich dann auch weniger Kurvengeschwindigkeiten. So kommen so Kleinigkeiten zusammen. Ja. Aber insgesamt die Linie ist ja schon ganz gut jetzt für die ersten 3 Stunden. Aufnehmen. Also gefahren bin ich jetzt 20 Runden, Leute. Ich habe in 20 Runden 1,35. Ich glaube, ich nehme mir das jetzt vor. Ich packe noch 10 Runden drauf. Ich packe jetzt 10 Runden drauf und dann versuche ich, an Pete seine Zeit ranzukommen. Damit wir nicht nur ausschließlich zugucken. Und ich habe ja, die Jungs dabei. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit... dass ich die Runde, dass ich das noch schaffe. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn zurück in mein Auto? Ach so, der Server ist ab, der ist aus, ne? Oh, müssen wir uns einen neuen Server suchen. Ja, dann gehen wir nochmal schnell hier rauf. Wir müssen dann nochmal den Trainingsserver wechseln. Hört mir mal zu, wir gehen wieder auf dieses MyGrip GRP und gehen wieder unten rein, auf die 16. Genau, das ist schön, dass du kann das sagst. Kann man den Leuten nagelgleich zeigen, ja, genau. Was die Möglichkeit gibt. Weil dann können wir nämlich ins Grip gehen und sind nur noch zu zweit jetzt gerade oder zu dritt sind wir drinne und wir sehen dann nur noch unsere Mitfahrer, was ziemlich cool ist. Also es sind zwar alle in der Trainingssession drinne,
Aber nur wir drei untereinander sehen uns quasi in dem Trip. Was echt genau. Cool ist. Okay. Ich schmeiß die Karre. Das ist an. Auch eine neue Funktion bei iRacing. Gibt's jetzt, glaube ich, 2-3 Monate. So, jetzt müssen wir den Benzer wieder ein bisschen leiser machen. Okay, Katze. Kriegen wir das zusammen geregelt? Wir müssen ja eh erstmal 3 Runden die Reifen warm fahren. Boah, ich habe so einen Muskelkater von den Liegestützen gestern, ne? Ach stimmt, diese erzähl Stück, mal! Ja. Erzähl mal, wie war's denn? Du warst doch bei irgendeinem Hamburger. Oh, ja, aufgrund des Spielbilder! Ich habe mir gestern ein Video angeguckt von Hollywood-Matze. Ja, der, ja, ey, bekannt. Ja, den wir kennen nicht. Ah, ihr seid so eine Pfeife! Aber auf jeden Fall habe ich das Video gesehen. Und seitdem habe ich übelst Muskelkater in der Brust und ich habe nur 25 Liegestütze gemacht. Das vorhin hast du uns erzählt, das waren 250. Ja, natürlich, 250 Liegestütze habe ich gemacht. Alles im Stream. Das war aber jetzt nett vom Pete, ausnahmsweise. Ja. Ja, ich bin immer nett. Nett. Ja, Mizi, jetzt gehst du runter oder gehst du nicht runter? Mach mal der Katzenfahrt. Warte mal. Reini, bist du noch da? Ja. Wir haben ein Problem. Was denn? Es sind auch nur 19 Grad. Der wird unsere Zeit sowas von wegknacken. Ui. Ja, dann müssen wir selber nochmal raus. Nö, nee, aber kein Bock, ich hab gerade einen Metaxa-Teller gehabt, ey. Also, ja, also DC, wir sind... Ja, ich bin rausgeflogen gerade. Ja, wir sind wieder da, hat keiner gesehen. Naja. Na, war mal gerade im Camelon, das hat keiner gesehen. Ja, hat nur 19 Grad, gell? Ja. Jetzt wollen wir 32er sehen. Minimum. Ich bin super angespornt jetzt. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich heute noch eine 1,34 schaffe. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das locker schaffst. Sollte jetzt gehen. Ja, jetzt hast du wieder Sprit drin. Vielleicht musst du jetzt wieder ein bisschen umstellen kurz. Deswegen ist da wahrscheinlich jetzt Heck wieder gekommen. Ich werde mich mal kurz konzentrieren, weil dann habe ich vielleicht wirklich die Chance. Ja, macht das. Ist das. Was? Ich habe hier keine Zeit. Hier ist keine Zeit von mir. Das sind Gerüchte. Wir können doch aber reden, der Reini und ich, oder? Ja, na klar. Ihr könnt willst du nicht so. Ja. Nee. Ihr könnt auf jeden Fall quatschen. Ich will nur selber mich konzentrieren. Ich will dich unbedingt schlagen, Leute. Ja, was? Ja. Dann mach das jetzt. Ja. Konzentriert dich mal. So, Reini, du weißt doch, wo die Getränke sind. Na, kannst du mir mal bitte eine Flasche holen? Was holt er doch deine Flaschen selber? Nee, ich hab mir Taxateller. Ich war gestern schon auf der Pepsi-Box wegen dir. Dann hat's nicht einmal was gebracht. Nee, hat's nicht gebracht. Du hast ja auch nur 2-3 Tropfen rausgegossen. Nee, das waren 3 Eimer. Ja, 3 Eimer, das war. Ja, die hab ich am Ende rausgegossen. Weißt du, was du immer trinkst den ganzen Tag? Ja, bestimmt 4-5 Liter. Ja. Ja, unfassbar. Grenzwertig. Ja. Nee. Jetzt muss ich, alter Mann, wieder aufstehen, ey. Kannst du mal gleich einen Kaffee trinken? Mitbringen, wenn du aufstehst? Ach, Kaffee ist kein Nähe, ich mache jetzt keinen Kaffee. Kein Fall. Ach ja, hier geht's ja ums Racen. Ja, sorry. Also, Dizzy ist da voll konzentriert und ich glaube, der macht auch gleich richtig.
Guck mal, der hat ja schon in der ersten Uschi-Runde hat er ja schon eine 35-4 gemacht. Ja, Piet, jetzt will ich mir Sorgen machen da. Wieso? Du sollst ja auch mal lieber Sorgen machen. Du bist nicht weit davon entfernt. Du bist eine 34-1 gefahren und nicht eine 34-4. Ja. Also, du bist eine 34-1 hochgefahren. Immer schneller wie du. Ja, und? Du hast ja auch mal eben 4,5 km, ne? Das steht da nirgends, ich sehe das nicht. Natürlich, das weiß jeder. Hat sich schon rumgesprochen. Ach so. Haben wir schon erwähnt, dass der Piet da überheblich geworden ist? Das habt ihr schon, das will auch keiner wissen, weil jeder weiß, was für ein super Kerl und braver und lieber Kerl ich bin. Ja? Guck dir das an, ey. Oh, Piet, Junge, da wird aber am Stuhl gesehen. Ich möchte nicht drüber reden. Oh, wann bin ich motiviert, Junge? Sehr schön. Ja, schön. Oh, Piet. Oh, Piet. Hat gut ausgeschaut. Oh, Piet, warte kurz. Alter, zu weit ausgeholt, hast gesehen, das wird nichts. Ja, das waren jetzt 2 Zentimeter zu viel, ja. Ja. Ja, was denn? Da fehlt noch eine Zehntel. Ja, Zehntel. Nee. Oh, jetzt habe ich mich nicht konzentriert. Oh, warte, Piet! Ich glaube, also ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht zu hoch stapeln, aber Reini ist auch noch in greifbarer Nähe. Ich sehe doch keinen Reini. Ich sehe da auch keinen Piet. Gut, dass wir die Folge nochmal neu aufgenommen haben. Man muss aber jetzt zur Ehrlichkeit sagen, ne? Nicht hier nur Quatsch machen, auch zur Ehrlichkeit, wir hatten vorhin über knapp an die 30 Grad. 28 Grad. Auf der Strecke. Ja. Ja, das genau. Stimmt. Ja, ja. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Richtig. Wenn der Bayer Butter bei die Fische sagt, Junge. Jetzt mal Butter bei... Kannst du das mal auf Bayerisch sagen, bitte? Jetzt mal... Butter bei die Fische. Ne Butter, keine Ahnung, Butter bei die Fische. Okay. Okay, Piet, jetzt komm ich, Alter. Jetzt komm ich, warte. Reini, das war jetzt aber nicht so spektakulär. Ne? Ja, ich hab mir auch spektakuläre vorgestellt. Ja, ich hab eigentlich gedacht, da kommt jetzt richtig der Hammer. Okay, los geht's. Ja, okay, der Aufträge, das lassen wir zählen. Ja, ist ja, okay. Das ist nicht schlimm. Ist nicht so schlimm. Zu spät. Nö.
Plastik riecht da immer auch unheimlich gut, ne? Ja, bestimmt. Ah, okay, okay. Schon gut. Ah, hier gehst du mal kurz vom Gas, gell, Benrad? Ich glaube, normal kann man da durchziehen. Ja, bin mir immer noch nicht ganz so sicher. Da musst du einfach die trauen und Lenkung halt aufmachen. Habe ich Piet schon? Nein. Nicht? Piet hatte eine 407. No. Echt jetzt? Ja. Ganz knapp, ja. Okay. Challenge accepted. Ja, ja. Ich höre ihn doch schon grinsen, weil er jetzt eine Zeit hier drauf hat. Ja, ja. Nee. Okay. Achso, okay. Na, Zwischengas. Ja, Zwischengas ist was, wenn man es kühl hat, man ist zu langsam, ja. Versucht dann einfach nur rollen zu lassen, weil meistens endet das in Untersteuern, dass man die Kurve nicht mehr bekommt. Und lieber ein bisschen langsamer reinfahren. Dann ist halt so. Ich spüre gerade einfach so einen Druck. Ich fahr gerade nicht befreit richtig so. Na, das sind aber so typische Sachen, was man halt am Anfang immer beobachtet. Das ist nichts Schlimmes. Hat Reini bei sich selber auch schon beobachtet. Na klar. Raus. Hm? Ach, schade, es wäre fast perfekt gewesen. Nee, das hätte nicht gereicht. Nee, aber ich meine von der Kurve her. Ach so, ja. Ja, das ist so, das Risiko ist natürlich da, dass man rechts rausfährt. Da muss man halt im Rennen dann aufpassen, wenn man im Windschatten oder so ist, dass man, oder der Vordermann die Kurve nicht trifft, dass man das nicht nachmacht, weil da kann das Rennen dann zu Ende sein. Windschatten, da treibt es einen dann doch ein bisschen stärker raus, da rechts. Mann, jetzt komm! Ah! Magst du eigentlich eher glänzende Autos lieber oder matte Autos? Ich? Du, ja. Matt. Okay. Da darf Reini aber nicht mithören, dann gebe ich dir demnächst mal was. Was? Haben wir doch die Speckmeck für alle Autos, dann wird's doch matt. So, du weißt davon auch. Wie? Hab ich extra erstellt? Ja, ich wusste nicht, das hast du nie gesagt, dass das dafür ist. Doch, hab ich dazu geschrieben. Ich hab's sogar extra abgespeichert für alle Autos. Ja, das stimmt, aber ich hätte das hast du nie erwähnt. Doch, im Discord. Echt? Das der Pietz wieder, ja. Da gibt's keine Beweise für. Ignorant ist jetzt auch nur ein. Was? Wird immer schlimmer.
Jetzt habe ich 3 Runden hintereinander verkackt, weil der Druck so hoch ist, ne? Ja, dann lass doch einfach mal. Dann lass mal laufen. Ja. Ja, gut, das ist was anderes, aber locker lassen. Einfach keinen Druck machen. Sagst du einfach, nee, ich muss nicht die Zeit vom Piet schlagen, das brauche ich nicht. Ja, schön, aber wenn es nicht passiert, dann ist das halt auch so. Kann man nichts machen. Nein! Wie trägst du eigentlich auch gerne Armbanduhren? Ja, ich habe eine Uhr, ja. Ja, dann weißt du auch, wie spät das jetzt ist, oder? Was? Ich sag nix. Wolltest du mich gerade ablenken? Nö, will ich nie machen. Du bist ein Penner. Oh! Du Arsch! Du blöde Sau, ey! Oh! Was für ein Teamkollege, ey. Ich wollte nur die Uhrzeit wissen. Ich habe hier gerade keine parat. Natürlich nicht. Ich sitze halt vor dem PC. Ich habe nur keine Uhrzeit parat, ey. Ja, ich habe mich gerade zurückgelehnt in dem Sitz hier. Der Peter, der schreibt ja nur seine Uhrzeit immer auf den Zettel, jede Sekunde. Ja. Boah, scheiße. Wir hatten damals auch im Ersten Weltkrieg schon Uhren. Ich gehe jetzt in die Box. Ich gehe jetzt in die Box, ihr habt mich so verwirrt. Nee, Pete hat mich verwirrt. Oh, blöde Sau, ey. Oh Mann, du blöder Penner, ich hätte dich fast gehabt, ey. Pass auf, jetzt nimmst du mal von diesem Setup. Da gibt es auch ein Safe-Quali-Setup. Das trainierst du jetzt ein bisschen. Ich fahr das Race-Setup jetzt. Nein, mach mal das Quali, weil wenn du ins Rennen gehst, dann brauchst du auch das Quali-Setup. Wieso? Ich fahre immer mit darauf selbst? Musst du... Nee. Ja. Nee, durch den Sprit raus und so bist du halt einige schneller. Ja, aber jetzt habe ich damit angefangen. Jetzt will ich Piet mit dem Ding, will ich den wegmachen. Nein, also, das Fahren kannst geht, du... Nee. Ja, das kannst du mit dem Quali-Setup, wirst du sogar eine 32er machen. Ding. Als ob... Könnte passieren, mir. Ja. Lade dir das, zieh das runter, aber das muss da safe sein, weil das andere ist nicht fahrbar, das schafft nicht mal ein 4,5-Kaler. Ja, lade das runter, dann legst das da drauf auf die Karre und dann trainierst du das. Du willst mir jetzt erzählen, wenn ich das lade, fahre ich eine 1,32. Könnte passieren. Du musst dich erstmal drauf einschießen, weil da sind die Bremspunkte wieder ein bisschen anders. Das Auto fühlt sich einfach agiler an. Okay. Weil du fährst halt nur mit 12 Litern oder 15. Je nachdem, was die Karre verbraucht. Ich fahre damit eine Runde und wenn ich deine Runde wegklatsche, dann reicht mir das. Nee, du fährst das auch im Rennen. Gewöhn dir das an. Also in der Quali, ne? Wenn du auf dem Rennserver bist, das fährst du dann auch in der Quali. Das musst du dir angewöhnen, Ding. Ja, es hilft nicht, sonst startet man immer hinten. Das ist halt so. Also letztens bin ich immer vorne gestartet. Ja, aber das macht. Ja, gut, ja. Aber pass auf, das machen wir doch in ACC auch nicht. Ja, ja, ja. Ne, dann nehmen wir auch Sprit raus. Da fahren wir nicht mit 340 Litern im Tank. Ich schon. Aber nicht. Nein, ich mach das, ich gewöhne mir das jetzt an. Ich mach das. Ich möchte ja nicht immer stur sein. Ich mach das jetzt. Sehr gut. Ich zieh mir das jetzt, dann klatsche ich das da rein. Und aber auch das Richtige, ne? Ja, nu, ich bin doch nicht... Ja, also... Nein, ich sag's, Entschuldigung, weißt so du, war das auch nicht gemeint. Ey, du so denkst, war das gar nicht gemeint. Ja, du bist halt immer, du bist so ein richtiger, weißt du... Ich bin ein 3-Kaler, Mann. Ja, du, ich bin ein 3-Kaler, Mann. Ich mach 3K, weißt du? Ich mach das, als wenn es viel Knickknack macht. Also. Nee, hat schon ein paar Monate gedauert. Mein Setup. So, ich lade das jetzt. Interlagos. Q1 safe. Open. Weil wenn ich... Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich würde mir an deiner Stelle, wenn ich jetzt schneller fahre als du, wäre mir das unangenehm in der Folge. Nee. Okay, habe ich jetzt drinne? Ich kann damit um. Okay, ich fühle das jetzt.
Erste Runde ein bisschen aufpassen wegen Reifen. Ja. Und ja, Sprit ist wahrscheinlich für 3 Runden max, also 4/4 wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Dann los! 10 Liter sind drin. Ja, dann gehen 3 Runden. Kaffee ist lecker. Wolltest du nicht auch einen rein? Nee, sorry. Verkneifen wir das jetzt? Alrighty. Ja, bin ich gespannt jetzt. Ja, kalte Reifen. Ja, hier ist das, passiert das öfter mal auf der Seite. Aber ist ja egal. Ist doch nicht schlimm. Jetzt sind die Reifen warm. Nee, fahr nicht so auf der Strecke. Sonst verliert ihr geht Schwung weg. Ja, okay. Ich habe kurz. Achso, ja. Du hättest unten schon wieder zurückkommen müssen, genau. Ja, aber da fehlt ja nicht so viel, oder? Oh, wahrscheinlich eine halbe Sekunde oder mehr. Echt, ja? Ja, ja. Okay, mal gucken. Danach hast du ja noch eine. Na, dann mal ran ein paar an die Buletten hier. Ja, merkt man schon, gell? Kommen wir jetzt viel schneller von. Ja, bis jetzt bin ich noch langsamer. Der hält Peak ab! Scheiße! Eine Runde geht noch. Ja, Jetzt hat! Oh lol, nee. Oh, das ist eine ganz große Kacke hier, glaube ich. Gucken. Mann, wir müssen Pete vom Thron stoßen! Thomas?
da haben wir es. Oder sogar Reinis Zeit geschlagen. Ja, kann sein, ja. So, und jetzt gehst du wieder in die Box und jetzt fährst du zwei von diesen schnellen Runden. Warte. Das könnte doch. Ja, hier wird der Sprit gleich ausgehen. Du wirst keinen Sprit mehr haben, dann wirst du dich nur ärgern. Oh, ich bin bei 1,33! Ja. Nein, der Sprit ist alle! Oh nein! Habe ich Reinis Zeit geschlagen, ist hier die Frage. Ich glaube ja. Und sei ist egal. Darum geht's nicht. Nee, Freunde der Sonne. Das ist nicht egal. Jetzt machst du das nochmal. Scheiße, Reinis Zeit. Ja. Und ohne Off-Track die beiden. Schnellen Runden. Mit dem Setup, ja? Mit dem Quali-Setup, dass du dich da ein bisschen dran gewöhnst und die Punkte findest fürs Quali. Genau, sonst zählt die Zeit ja nicht. Okay. Request New Car. Oh. Ey, dass ich das nochmal miterleben darf, dass ich fast so schnell bin wie Reini, du. Und den drei K-Fahrer haben wir auch in der Tasche gesnackt. Ah, oh, nice. Aber schon ein Unterschied mit dem Quali-Setup, gell? Merkt man schon. Ja, ein bisschen. Aber man hat halt, hast du ein bisschen übertrieben teilweise. Ja, ist halt ein bisschen ein anderes Fahren, gell? Ohne Sprit. Ansonsten hat man ja immer nur, wenn man Sprit schon rausgefahren hat, hat man ja schon schlechte Reifen. Aber mit Quali-Setup ist natürlich dann, da beißt der nochmal ganz anders. Oh, Pete ist auf die Strecke gegangen. Damit kann Oha, Pete, damit dann kann, hat ein Schalten gekehrt. Ja, Pete kann damit nicht leben, du. Ja, du musst es halt gleich wieder raushängen lassen. Gar nicht, wir gucken, was machbar ist. Oh, es ist immer dieselbe Kurve hier, du. Ja, du musst es einfach langsamer angehen lassen. Ja, muss eh in die Box gehen. Ja, ja. Ist einfach, weil die Hinterreifen kalt sind, da bricht er aus. Okay. Machen wir nochmal Angriff hier. Übrigens dann alle Leute da draußen, die sich das eventuell bis hierhin angeguckt haben. Was fahrt ihr denn für Zeiten auf Interlagos? Das würde mich mal interessieren, damit man vielleicht noch mal gucken kann. Das wäre mal schön zu wissen. Wir sind ja doch ein paar iRacer auch dabei. Der Wein? Ja, das passt doch schon. Also die richtigen Aliens, die fahren da komplett links außen und bremsen auf dem Körper an. Da war sehr schwierig. Dann fahren wir die Runde einfach mal langsam hier durch. Genau, in den nächsten passt es dann. Die muss halt dann sitzen, gell? Bei dem Quali. Ja. Aber da denkt nichts, der Pizza hat's auch vergeigt vorhin groß. Was? Wo? Die letzte. Gerüchte.
ist er sogar langsamer. Und Piet, was ist da los? Weiß ich noch nicht. Reifen waren noch kalt. Ja, da kommen schon wieder die Ausreden. War nicht ganz so schnell, aber eine Runde haben wir noch. Genau, genau. Das ist ja meistens die schnellste, wenn die Reifen jetzt schön warm sind. Ja, war nicht so. Die eine, ja, hast du, glaube ich, wahrscheinlich sogar halbe Sekunde verloren. Ja. Die letzte war jetzt auch nicht mal ganz optimal, glaube ich. Aber? Mal schauen. Ja, 34, ja, also sagen wir mal, 3-4 Zehntel darf man sicher abziehen wegen dem Fehler. Und 33, 6 oder 7. Hätte es werden können. Hätte, ja. Aber ich habe beide Senpais geschlagen heute. Ich habe beide Senpais geschlagen. Man muss aber auch dazu sagen, sie sind nicht so viel gefahren wie ich. Also zur Verteidigung muss man sagen, Reini ist, glaube ich, 10 Runden oder so gefahren. Piet 20. Ich habe ja schon das Doppelte. Ich habe ja, schon das Doppelte an Runden gemacht heute. Muss man ja ganz klar einfach jetzt mal sagen, so wie es ist. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, damit kann man sehr zufrieden sein. Mit einer 1:34.03. Also dafür, dass sie am Anfang haben sie sich das erste Mal beraten und haben mir eine 1:36 gegeben. Dann eine 1:35 und jetzt bin ich sogar fast bei 1:33. Also ich glaube... Ja, man muss aber auch sagen, wir hatten falschen Berater, ne? Wieso? Wer hat da falsch beraten? Ja, weiß ich noch nicht. Also da war ein schlechter Berater bei. Wer war denn der schlechte Berater? Weiß ich nicht. Zweifelsfall der Reini. Im Zweifelsfall war der Reini. Freunde der Sonne? Nee, ich zieh meinen Hut. Freunde der Sonne, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich ein Rennen geben. Mal sehen, ob wir einen Spotter dabei haben oder nicht. Das werden wir gleich mal eruieren. Aber ich werde heute noch ein Rennen fahren, gehe ich davon aus. Ich bin heiß und ich fühle mich relativ sicher auf der Strecke, würde ich sagen. Und Reini? Piet? Ja? Dankeschön, dass ihr dabei wart heute. Also ihr wart wirklich sehr, sehr großartige Lehrer. Ich denke, ich persönlich, also um mich selber einzuschätzen, ich finde, ich habe sehr schnell gelernt. Und das ging natürlich nur mit eurer großartigen Hilfe. Also ich habe mir ja schon ein, zwei Runden auch angeguckt von Piet als auch von Reini und dadurch fiel mir das natürlich ein bisschen leichter. Aber es ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Wir können auf Indianapolis können wir angreifen.
Besonders auf Indianapolis, ja. Oh nee, nein! Aber 100 Pro. Oh, mal schon wieder. Interlagos, Mann. Ach, ich krieg die Motten heute, ey. Es ist einfach. Hat jetzt gerade nicht wirklich jemand bei mir reingesappt, währenddessen ich aufnehme? Ja, moin. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich glaub, iGamer, danke schön für den Subfucker, falls du das Video siehst, ey. Geil, ey. Oh, Mann. Okay, die Folge ist vorbei. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Schreibt mir bitte unten mal rein, was ihr für Zeiten gefahren habt. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt. Ich bin gerne für alles offen. Däumchen wären Träumchen. Reini? Ja, danke fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht und Glocke aktivieren. Oh, yes, er hat ihn wieder gesetzt. Die Glocke ist drinne. Piep! Jo, Rinja und tschüssi. Dicken? Dicken auch, wenn du willst. Hey, schön, Leute. Bis dann.